Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Willkommen zu Uncharted 4 und zu einer weiteren brandneuen Folge. Lieben Dank auch nochmal für euer nettes Feedback. Euer Transac hier am Mic. Uncharted 4 rockt wieder die Hütte. Wir spielen weiter die Story. Weiter geht's. Ich bin gespannt, wie es heute hier wieder abrockt. Ganz lieben Dank, wie gesagt, nochmal für euer nettes Feedback und für die Daumen. Und wir haben letztes Mal uns ein bisschen umgeschaut, was der gute Nathan da alles schon gesammelt hat an guten alten Relikten aus den vorherigen Teilen. Und unter anderem war da auch rechts hier diese Münze dabei. Ich meine, die war auch aus dem zweiten Teil. Schlacht mich jetzt nicht tot, wenn das nicht stimmt, aber ich meine, das war aus dem zweiten Teil. Ja, also bisher bin ich richtig gehypt von dem Game. Genau, hier sind wir letztes Mal gewesen und haben uns die Sachen angeguckt. Wir schauen uns das nochmal eben ganz kurz an. Dinge, die ich gesammelt habe. So. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht alles nochmal neu öffnen und anzeigen. Haben wir Shambhala. Das auch schon gesehen? Shambhala hatten wir auch gesehen letztes Mal. So, und ich würde jetzt eigentlich ganz gerne nach unten gehen. Komme ich hier überhaupt nach unten? Den hatten wir uns auch angesehen. Ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Ja, ich habe mal deinen großen Bruder bestiegen. Der war auch geil. Das haben sie richtig gut synchronisiert. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie runter, ne? Kann das sein? Hier ist doch eine Dachluke. Kann man da nicht runter? Okay, ich sammle das dann auch noch mal eben ganz Sir kurz Francis ein. Francis Drake opfert sich für Sully. Sieh uns nur an. Schauen wir uns das schicke Foto noch mal an, wo wir alle drauf sind hier. Das hatten wir uns letztes Mal auch schon angesehen. Zurücklegen. So, und hier war noch mal die Münze. Die hatten wir letztes Mal, glaube ich, noch nicht. Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Ja, das ist schon super gemacht. Hier auch die Details immer. Wie Naughty Dog gibt sich da immer sehr viel Mühe. Ich bin hier voll im Naughty Dog-Fieber. Ich habe immer noch so ein bisschen Uncharted, sage ich schon. Last of Us im Hinterkopf, weil ich bin totaler Last of Us-Fan. Das Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Das hatten wir uns letztes Mal, glaube ich, auch noch nicht angesehen. So, da kommen wir weiter. Heieiei. Ja. Ja. Das ist eine Spritzpistole, das ist ja gar keine richtige Waffe. Kommen Sie, in Deckung. Zingelt. Spielzeugwaffe. Schwarz. Nimm das. Okay. Lass dich nicht überrumpeln, Nate. Und das. Nein, 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 keine Munition mehr. Da ist noch was. Kann man nachladen? Weitergehen. Den müssen wir, glaube ich, abschießen. Hab dich. Ja, zeig's mir. Wie ein Profi. Ich muss weiter. Ist hier noch irgendwo Munition? Da ist noch Munition. Da oben ist noch was. Gut. So macht man das. Und tschüss. Haha, ich kann's noch. Da ist auch noch was. Was sollen wir hier jetzt noch abschießen? Das ist Plastik. Hab dich. So viel dazu. Ich räume nächstes Mal auf. Hey, Nate. Ah, ja. Ja, bin gleich da. Jetzt kommen wir durch. So, Schluss mit den Spielchen. So ein kleines Gimmick bauen sie ja immer noch hier wieder ein. Das ist einfach zu cool. Können wir hier, genau, hier können wir runter. Kann man
uns hier mal ein bisschen umschauen. Ah, das ist einfach zu schön. Oh, hier ist aber ganz schön unaufgeräumt, meine Lieben. Hier muss aber auch mal wieder der Putzteufel her und der Aufräumteufel. Was haben wir da hinten? Ach, die Hochzeitsfotos. Schön. Tja. Diese gediegene Hintergrundmusik, das ist einfach zu schön. Oh, ein begehbarer Kleiderschrankraum. Nicht schlecht. El Hasa oder Lasa. Kann man hier da auch das Wasser anstellen? Nee, kann man nicht. Listerine. Ein bisschen Schleichwerbung hier machen. So, okay. Gehen wir mal runter zu unserer Angetrauten. Wo ist sie denn, unsere Süße? Du warst lange da oben. Da ist sie. Ich habe recherchiert. Ah, ja, so genau. Das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Natürlich kann ich das. Hier können wir an den Kühlschrank ran. Was haben wir da Schönes? Ach, ein schönes Bierchen. Gib mal her, bitte. Hier. Lecker. Schön gekühlt. Auf welch Kanone. So, und da haben wir das Essen. Bierchen abstellen. Für nachher. Und schön und zur Süßen hinsetzen. Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang oder Tippfehler. Aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, ich hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur den Tag. Über den Tag. Ist doch gut, Walter. Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Spannend. Wohin durftest du schwimmen? War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also? Oh, der driftet schon wieder ab hier. Er hört ja gar nicht zu. Der nächste Schatz, der lauert schon. Unser Schatzjäger. Hey. Was? Wo bist du? Ich bin auf der Schatzsuche. Mit Gabeln gespickt. Ach, was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Keine was? Ahnung. Der hier? Mhm. Bewohner von Bangkok. Verschollene Stadt Bangkok. Oben. Flüge in Bangkok. Die haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Oh, wie die niedlich guckt. Wegen des Malaysia-Jobs gefragt, hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind.
Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht an. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, Fernsehspielchen. Ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Eine Frau, die gerne zockt, wie geil ist das denn? Ich hab dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Okay, Cowboy. Oh, eine PS1. Cool. Oh, was kommt jetzt? Auf jeden Fall ein PS1-Spiel. Es muss laden. Kann ich mich auch noch dran erinnern, die habe ich auch gehabt, die PS1. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Crash Bandicoot! Haha, wie geil! Gibt's ein Problem? Ich habe das Spiel zwar noch nie gespielt, aber ich kenne es auf jeden Fall. Vom Sehen her. Wie kriegt man es zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Ich hab's. Das wusste ich. Okay. Oh, shit. Auf die Kamera zu. Wie denn? Wie soll ich denn? Zur Kamera laufen. Geht klar. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Okay, okay. Wie glaube ich denn? Wie springe ich denn? Aha. Jetzt habe ich das verstanden. Ich wäre rausgeklettert. Er sollte klettern lernen. Opsa! Oh mein Gott, der springt nicht weit genug. Oh. Ich glaube, das wird nicht allzu lange dauern hier. Upp. Wow! Krass. Na gut, immerhin. Bisschen was geschafft. Egal. Was? Das war's? Ich glaube, wir haben sie nicht geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter. Den Einfachmodus? Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Echt jetzt? Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Hätten sie ruhig noch ein bisschen zeigen können. Oh, Rechnung. Wer hasst das nicht, Rechnung? Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon. Arschloch. Oh, wer mag das wohl sein? Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Sam! Etwa ihre da Größe. Da ist er. Der lebt etwas noch. Schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Da ist er. Der hat überlebt. Schön, dich zu cool. sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam. Wow, okay, langsam. Langsam. Wie? Ich dachte, du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann.